Medal of Honor Warfighter. Wir legen los mit einer Exekution. Sauberer Treffer. Udo, wir sind am Strand. Rücken zum Ziel vor. Haltet euch am Exekutionspunkt bereit. Wir haben gesehen, das Ziel kommt auf euch zu. Ganz einfach. Wir gehen rein, wir gehen wieder raus. Und wir erfahren, dass wir hier waren. Wir haben hier keine Freunde. Erledigt ihn. Alles klar, das machen wir. Den holen wir weg im Nahkampf. Uah! Am Ende platziere einfach den Sprengsatz. Ich sichere dich. Tja, dann Ladies first. Die Wache darf nichts merken. Ich unterdrücke meinen Killerinstinkt. Und dann machen wir das Ding mal scharf. Breacher, die Wache ist bewaffnet. Leg den Kerl um. Na, endlich. Wir entdecken Breacher. Warte, der Truck ist noch zu nah. Jetzt, Breacher. Wow. Okay, das war alles ich mit so einer kleinen Bombe. Wow. Ja, sorry, mein Fehler. Ich habe mich wohl ein bisschen vertan und jetzt bricht hier das Chaos los. Die beiden sollten wir wegholen. Meine Güte. Sieht das Spiel geil aus oder sieht dieses Spiel geil aus? Ist ja der Wahnsinn. Besonders hier diese Feuereffekte. Oh, hier wird einer gegrillt. Und platt gemacht. Mr. Knusprig. Bin schon dabei, mein Freund. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ich schaue vorwärts, Breacher, das ist der einzige Weg. Lauf, 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 lauf. Ein Heli, auch das noch. Oh, hier drüben gibt es Soda. Nach links, in Richtung Wasser. Immer schön zum Wasser. Einer und den gleich da drüben noch. Treppe runter, beeil dich. Okay, wir sollten uns unbedingt um den Heli kümmern. Der nimmt uns hier ganz schön in Beschuss. Sehr schöner Treffer, direkt mit einem Schuss. Aber wo kracht er ein? Meine Güte, was für ein geiler Einstieg. Mein erster Arbeitstag hier bei Warfighter. Ein Danger-Close-Spiel. Ich weiß, wie das läuft. Du versprichst dich zu ändern. Mach Bella Hoffnung. Wir schmieden Pläne und dann kriegst du plötzlich einen Anruf und verschwindest. So ist es nicht. Lena? Verdammt. Warum hast du aufgelegt? Ich bin unterwegs. Da war ein Tunnel. Du telefonierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Ich fahre nicht. Wer dann? Mein Dad. Nächste Frage. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Wie immer. Ich will nicht mehr kämpfen. Du lebst dafür. Mother, Dusty, was ist bei eurer Operation passiert? Keine Ahnung. Es war eine ganz normale Sprengung. Dann regnet es plötzlich Container und wir liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter. Und der war bestimmt nicht von der Küstenwache. Unmöglich. Wir empfangen Siggins-Signale von Manila bis Ostafrika. Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht. Irgendeine Ahnung, wen? Die Liste ist ziemlich lang, Bruder. Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab. Nein, das ist nicht Sache der Navy, Dusty. Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben. Die habe ich schon. Tja, war ja klar. Was sagen denn deine Quellen vor Ort?
Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus, in einer Zelle auf der arabischen Halbinsel. Ihr hattet jemanden? Haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Echt beunruhigend. Er könnte tot sein oder ausgeflippt. Er könnte überall sein. أنا لا أعرف كيف وصلتم إلى هذا المكان. هذا ليس مهما. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا، ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا. يجب أن تثبتوا جدارتكم. سنرى. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي، وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات. ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. تحرك إلى الداخل. Also das hier nenne ich mal einen actionreichen Einstieg. Die Frostbite 2 Engine macht wirklich einen richtig guten Job. Die Grafik sieht einfach nur verdammt gut aus. So, wir sind wohl in einem Ausbildungscamp. Ich weiß auch nicht wirklich viel über die Geschichte. Einmal ducken. Hier können wir kriechen. Und so springen wir. Feuern ist immer gut, das kriegen wir hin. Mit V können wir den Modus wählen. Und so können wir zoomen. G für die Granate, alles klar, kein Problem. Einmal hier rüber. Mach rum. Das war die Prüfung. So wird mein Terrorist. Ziemlich einfach, würde ich sagen. Und hier dieses Feature eben gerade, wo wir gesehen haben mit der Munition. Das können wir wohl auch in den Missionen machen. So, ducken wir. Mit Alt können wir uns wohl hier rantasten. Oh, wow. Dauerfeuer. Okay. Hier muss ich ja X-Tasten drücken. Ein wenig gewöhnungsbedürftig. Und mit A kommen wir natürlich nach links. Dazu aber Alt drücken. Ein bisschen merkwürdig. Na gut, einmal hier und dann müssen wir hier wieder hin. So. Tja, hat Spaß gemacht, auf mich zu ballern. Tat doch verdammt weh. Okay, eine Zeitprüfung. Erinnert mich so ein bisschen an Call of Duty. Na gut, gehen wir rein, probieren wir es aus. Mal sehen, was wir hinbekommen, sogar noch in dem Flugzeug. Ist ja der Wahnsinn. Zack. Und zack. Okay, wir müssen weiter. Okay, Freund. Kein Freund. Na komm. Den hätten wir doch noch sauber weggeholt. 6 von 16. Aber ich denke mal, wir haben hier nur eine Bestzeit, die wir erfüllen müssen. Die bewegen sich sogar. Und wir wissen ja alle, ich bin nicht wirklich der beste Shooter-Spieler. Uah. Nahkampf. Uah. Schock fürs Leben. Im Ausbildungslager der Terroristen. Zeig dich. Ich hab doch keine Zeit. Mit E kommen wir durch die Tür. Ah, hier können wir wieder diese Interaktion auswählen. Denn in Medal of Honor kann man natürlich hier noch diverse Kollegen steuern. Im Slow-Mo. Durchschnitt, ich bin richtig gut. Nicht gut. Welche Sprengsätze habt ihr benutzt? Hohlladung. Gerade genug, um es wie eine defekte Benzinleitung aussehen zu lassen. Der Sekundärschaden geht nicht auf uns. Nein, die Explosionen kamen aus dem Inneren des Containers. Das bestätigt unsere Theorie mit den Sprengstofflieferungen. Ja. Und wem gehört das Zeug? Ah, eine scheiß Briefkastenfirma in Dubai. Ist ziemlich aktiv. Karachi, Philippinen. Das Handy, das ihr gefunden habt, ist eine große Hilfe.
Okay, ich muss das fragen. Wie geht's dir? Das geht schon. Sobald es politisch wird, sollen wir das Feuer einstellen und tanzen. Bin aber kein Tänzer. Okay, also. Ab sofort leitet Voodoo Mako. Das wird ihn zwar nicht freuen, aber er steht bereit. Das hoffe ich. Wir kriegen gerade nasse Füße. Ach, darfst du mir mehr sagen? Im Moment nicht. Wir bleiben in Verbindung, Mann. Hey, Stump. Wenn ich's nicht schaffe, gib das meiner Ex-Frau. Mehr kriegt sie nicht. Kann losgehen. Alles andere hat sie nämlich schon. Eine Minute! Eine Minute! Stump, du startest die Boote!